In diesem Video möchte ich euch nun zeigen, wie ihr weitere Informationen wie Öffnungszeiten, weitere Infos zum Salon und eine Beschreibung für einen Friseursalon einpflegen bzw. bearbeiten könnt. Hierzu klickt ihr an einer beliebigen Stelle, beispielsweise bei den Öffnungszeiten oder auch bei den weiteren Infos, auf Bearbeiten. Und insofern ihr angemeldet seid, was ich in diesem Fall jetzt schon bin, werdet ihr automatisch zum Bereich weitergeleitet, in dem ihr die Daten einpflegen könnt. Hier ist es jetzt sehr einfach, weil dieser Salon Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr durchgehend geöffnet ist. Also nehmen wir hier die Einstellung durchgehend geöffnet und wählen die entsprechenden Werte aus. Das machen wir jetzt für alle Tage. Und schließlich noch die Schlusszeit. Und gehen zum nächsten Abschnitt über, wo hier weitere Infos eingegeben werden können. Wir haben uns hier dagegen entschieden, Informationen zu Parkmöglichkeiten und so weiter einzugeben. Das könnt ihr aber wirklich selber entscheiden. Wir wollen hier ein paar zusätzliche Informationen zu den Dienstleistungen geben und geben entsprechend hier den von uns gewünschten Text ein. Schließlich haben wir noch eine Beschreibung unseres Salons vorbereitet. Weil wir hier jetzt ja bereits einen Text haben, markieren wir diesen, löschen ihn und fügen dann den neuen Text ein bzw. schreiben diesen. Wenn wir fertig mit der Eingabe der Daten sind, klicken wir einfach auf Änderungsvorschlag abschicken. Wir erhalten eine Bestätigungs-E-Mail für unsere Anforderung und warten nun auf die Rückmeldung von FMFM.